Alles klar. Ich baue die Lava hier mal nur ein und mache sie nicht zu. Vielleicht brauchen wir die noch mal irgendwann. Das finde ich sehr angenehm, dass sie inzwischen den Lavafluss endlich gefixt haben, dass das nicht 4,5 Jahre braucht, um zu decayen, sondern ein bisschen schneller versiegt. Oh fucking shit! Was denn? Hallo? Ich habe da gerade derart viele Monster rechts gesehen. Das war nicht mehr feierlich. Alles klar, ich geh rein. Wow, Vorsicht! Hä, oder habe ich mir das eingebildet? Hast du Holz? Hier waren gerade auf jeden Fall fucking Holz, ja. Glaube Dabei? ich. Nee. Wozu willst du jetzt Holz haben? Dann könnte ich mir einen Bogen machen. Hier rechts ist, glaube ich, eine fucking Spinne. Das ist so fucking creepy. Wer hat denn hier die Kohle übersehen? Scheiße, wir brauchen auf jeden Fall Holz, damit wir uns Fackeln machen können. Ein bisschen, aber ich habe mal einen Stockfackeln. Ich habe nur 33. Ach so, und ich glaube, wir haben uns schon mehr oder weniger dran gehalten. Aber Heimweg und so markieren, ne? Fackeln immer nur auf die rechte Seite. Naja, habe ich mich nicht dran gehalten, weil ich sie immer schön Auf dem direkt Boden auf dem Boden platziert, ja. geplante. Einfach so aus Angst und weil es schneller geht und so. Ah, gut, aber was bringt uns die Melon-Scheiße, wenn wir nicht nach Hause finden? Alles klar. Hier ist ein Creeper. Good luck me. Das war auf jeden Fall mega Wow, da creepy. ist eine Spinne. Die kommt von der Decke. Oh! Alles klar. Er hat mich nicht getroffen. Na gut. Aber die Spinne hat mich einmal getroffen. Die kam aus der Decke gefallen. Das ist semi-geil. Du könntest mal hier hinkommen. Ja, ich leuchte hier gerade noch aus, dass uns das nicht nochmal passiert, dass irgendwas von. Oh, das ist ja nichts. Naja, da war einfach ein Loch in der Decke. Und da ist auch ein langer Gang. Alles klar, wo komme ich denn hier mehr oder weniger safe runter? Klar, was geht hier so? Boah, ich höre hier Schritte. Ich werd wahnsinnig. So. Du bist eine fucking Fledermaus, alles klar. Oh, 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 oh. Riesige fucking Höhle. Fucking Fledermaus. Boah, fuck, ey, es ist so riesig. Ich traue mich gar nicht, irgendwas abzubauen. Höhlengeräusch. Komm jetzt einfach mal hier hin und mach nicht irgendeine Scheiße. Kurz umgeschaut hier. Vorsicht, bist du unter mir? Nein, okay. Also schon unter mir, aber nicht direkt unter mir, weil ich baue hier gerade Eisen ab und darauf liegt Gravel. Nicht, dass er dir auf den Kopf fällt und so. Alles klar, so. So, hier platziere ich meine Fackel kackfrech auf dem Boden, weil man von hier aus alle anderen Fackeln sieht.
komm jetzt hier hin. Ich bin doch da. Nein, bist du nicht. Pass auf, wenn wir jetzt hier, wo die Erde ist, ist ein Gang. Und das ist gefährlich und wir müssen jetzt hier zu zweit sein. Warum nehmen wir den gefährlichen Gang, wenn wir da drüben... Weil der hier viel erfolgsversprechend ist. Da drüben ist ein riesiger Schaft. Schaft oder was? Ja, keine Ahnung. Ein Schaft ist da also. Schnauze. Ich hätte meine Gamma echt ein bisschen... LOL. Ich hab mich gerade so what the fucked. Ja, ich erfinde hier gerade ein bisschen kreative Wörter. Meine Güte, lass mich doch. Ich hab mich what the fuck. Gewundert könnte man auf Deutsch auch einfach mal sagen. Alles klar, hier ist Schicht im Schacht. Also hier geht's mega krass einfach weiter. Wo ist er denn jetzt schon? Oh, hier geht's noch ans Tageslicht. Oh, warum followst du mir denn nicht einfach mal? Zombie-Geräusch. Ist mir zu risikoreich, weil sonst kriege ich eine Pickaxe ins Face. Ja, dann gehe ich jetzt halt sterben. Nee, ich bin doch jetzt direkt hinter dir. Straight behind you. Oh, ich war zu... Ey, diese Anspannung ist so abnormal. Es ist fucking Minecraft, Mann. Alter, du scheiß Fledermaus. Ja, wenn die einmal ins Gesicht fliegen, ne? Da ist Ende. Da ist Ende, alles klar. Nehme ich nochmal genau ein Kohle mit, weil sich das so lohnt. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns da gleich was auf den Kopf fällt. Ja, ob tut, wird es das tun. Deswegen gehen wir noch hierher, oder nicht? Ja, geil. Ja, aber da ist Ende. Bist du dir sicher? Ja, da wird's zu einem Block, wo nur das Wasser rauskommt. Nein. Nicht. Also dahinter? Aber wir könnten auch mehr eher hierher gehen, weil hier wird's tiefer und... Das ist vielleicht geiler. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Komm hierher. Moment. Hier wird's, glaube ich, auch tiefer. Oh ja. Da ist ein Skelettschütze. What the fuck? Da ist ein Skelettschütze. Alles klar, es gibt eine Taktik für die Biester. Good luck dir. Wo bist du überhaupt? Hier. Wie weiter geht's denn da? Habe ich noch nicht geguckt. Okay. Aber da geht's auf jeden Fall ein ganzes Stückchen weiter. Hier geht's auch noch ein ganzes Stückchen weiter. Da geht's überall ein ganzes fucking Stückchen weiter. Wir werden sowas von nie wieder nach Hause finden. Hast du den schon getriggert? Nein. Wo ist er denn? Da. Wo? Siehst du ihn nicht? Nein. Pass auf, warte mal. Wenn du ihn siehst, dann erkläre ich dir die Taktik ganz kurz. Ich sehe ihn noch nicht. Ich habe ihn nur gerade gesehen. Okay. Nicht, dass der Bastard uns gleich voll ins Face schießt. Da kommt ein Kollege Zombie. Alles klar, dann müssen wir jetzt tierisch aufpassen. Dann haben wir jetzt gleich tausend... Oh, Alter. Scheiße! Renn, renn, renn! Das ist jetzt gerade gar nicht gut. Scheiße, der hat mir in den Arsch geschossen, der Bastard. Ich sehe nichts. Ich laufe in dir. Das ist sehr sexy. Komm hier rein. Warum? Weil die Bastarde uns folgen. Oder auch nicht. Okay, eigentlich ist der Plan, wenn du einen Skelettschützen siehst, dann baust du dir hier so ein Häuschen. Irgendwie. Wenn du ihn noch nicht getriggert hast. Wenn du ihn getriggert hast, dann renn einfach nur um dein fucking Leben. Beziehungsweise manchmal ist es cleverer, wenn du einfach keine Chance hast, wegzukommen und ihn direkt anzugreifen. Da kriegst du weniger Schaden, als wenn du beim Weglaufen andauernd Pfeile in den Arsch kriegst. Jetzt renn nicht weg, Mann! Ich renn nicht weg, ich renn hin. Na, clever. Da kommt er. Auf jeden Fall, bau dich hier ein, bau dich hier ein, bau dich hier ein. Der ist jetzt hinter dir her. Bau dich da ein.
Und eben auf die Füße schlagen. Ja, und dann baust du dir ein kleines Loch, dass du rausgucken kannst und, ja, so, dass du ihn nicht angucken kannst, so, dass er dich nicht angucken kann, das ist viel wichtiger. Ja, ich kann ihm auf die Füße schlagen, aber ich sehe ihn dabei nicht. Das ist in Ordnung. Na, ich kann ihn ja nicht auf die Füße schlagen, so jetzt aber. 13 Kills schon, nicht schlecht, der Schicht. So habe ich das jetzt gemacht, keine Ahnung. Ja, eigentlich machst du Folgendes. Genau, du machst eigentlich einen tief... Es schießt einer! Nein, das war der Pfeil, der hier runtergefallen ist. Alles klar. Und eigentlich machst du dann, ja, quasi genauso so, dass du einen tiefer stehst, dass er halt dass er dich nicht angucken kann. Weil sobald er dich angucken kann, kann er schießen. Oder wird er schießen, vielmehr. Okay, und den Zombie-Kollegen, das ist jetzt ein Problem, weil, wie gesagt, Schwarz. Da ist noch einer. Skelett oder Zombie? Skelett. Alles klar. Es kommt. Scheiße. Wo ist meine Höhle? Ist offen. Wo ist meine Höhle? Ist offen. Ist offen. Nein, was hast du hier gemacht? Ich kann nicht mehr sehen. Nein. Ist in Ordnung, wenn du nichts sehen kannst. Oh, lol. Alter. Du hast das total verkackt hier. Ja, mein Gott, weil ich da halt noch ein bisschen dran rumexperimentiert habe. Ist doch in Ordnung. Oh, was ist das denn hier? Okay. Okay, Dead End. Clean. Ich komme wieder. Wie viele Kills habe ich? Einige. Bist zu weit weg, als dass ich sehen könnte. Scheiße, ich habe kein Baumaterial mehr. WTF. Also gehen wir jetzt da lang, okay. Wo bist du hin? Mann, den Weg da runter. Alter, und du hast die Fackeln links platziert, du Napf. Wow! Ich glaube, der hat mich nicht getroffen, oder doch? Also ich sehe keine Hits. Was hast du da gefunden? Ja, ein Skelett halt, Opf! Nein, jetzt habe ich die Fackel abgehauen. Ja. Eieiei. Mach doch die Höhlentaktik, du Napf. Ja, mach doch die Höhlentaktik. Der stand direkt vor mir. Ist er jetzt tot? Ja. Ach, du bist einfach weggerannt. Nein, ich war nicht weggerannt. Ich war noch gar nicht dran, quasi. Und ich brauche jetzt gleich neue Fackeln. Ich habe noch 5. Hast du, nee, du hast eben nach Holz gefragt, also hast du selber wahrscheinlich keins dabei. Oh. Ja, ich will da runter zur Lava. Okay. Was ist hier? Oh, Zombie-Geräusch. Ey. Ich mach dann mal dunkel kurz. Ja, Mann. Hier ist er nicht. Ich hab läppisches Lazuli gefunden. Und ein Dead End. Und meine Fackeln sind alle. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich hätte mir vielleicht vor der Aufnahme was zu futtern machen sollen. Vorsicht. Ich hab noch ein Hühnchen. Na, no, real, Mann. Ach, echt? Ja. Ist so. Geh mal da weg, du stehst auf dem...
Auf dem lecker, lecker Eisen, was ich gern hätte. Mann, scheiße, ich brauch Holz. Ich kann jetzt nichts mehr machen, außer hinter dir dumm herrennen und deine Fackeln wahrscheinlich neu platzieren. Ja, QED würde ich mal sagen. QE fucking D. Wow, Zombie. Ja, wo ist der? Und lauf mir da nicht rein. Ich versuch's. Da ist halt Ende, ist egal. Zurück einfach. Lass du da stehen. Ja. Mann, denk mal dran, dass du die Fackeln rechts platzierst. Dann tue ich doch. Tust du nicht. Rechts auf dem Boden. Ach, rechts auf dem Boden, Spaßvogel.